Hey, herzlich willkommen beim Raw Summit. Herzlich willkommen. Ich bin Diana. Mein Name ist Bob und wir kommen von Aerofit. 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 Und wir nehmen dich jetzt mal kurz mit zu unserem Mittagstisch. Und zwar zeigen wir dir heute ganz zwanglos, was wir zum Beispiel zum Mittag essen, wie einfach es ist und was du für Vorteile davon haben könntest, uns als Inspiration zu nehmen vielleicht. Seit wann ist uns eigentlich eine bewusste Ernährung so wichtig geworden? Ich glaube seit 3 Jahren, 4 Jahren? Also ich glaube, das war für dich ist es seit 3 oder 4 Jahren. Für mich ist es schon ein bisschen länger. Nämlich genau vor 10 Jahren habe ich gesagt, ich muss was ändern. Weil ich war nämlich ganz schlimm krank. Ich hatte schwere Neurodermitis und mir ging es nicht gut. Und daraufhin habe ich dann angefangen, meine Ernährung zu verändern und bin sehr schnell in die Rohkost gekommen. Und da weiß ich noch, was du damals gesagt hast. Na, das muss jetzt hier nicht her, aber ich war am Anfang nicht so amüsiert darüber, muss man auch wirklich sagen. Ja, also ich hatte natürlich Angst, ne? Weil Comfort Food und Umstellung und mir irgendwas wegnehmen, ne? Das war für mich ein Graus, unbedingt, ja. Ja, also wenn man nicht den großen Druck hat, ist eine Nahrungsumstellung halt immer wieder auch was Emotionales, egal in welcher Richtung. Stimmt, du sagst ja immer, Ernährung ist immer emotional, ne? Richtig. Sind deine Haare immer in meinem Gesicht? Vielleicht. Wildkräuter sind ja halt auch eine Sache, die uns so ans Herz gewachsen sind. Egal wo wir sind, versuchen wir uns mit den Kräutern auseinanderzusetzen, ob das Griechenland, Türkei ist, also Südeuropa oder ob das in Asien ist, versuchen wir Kräuter zu einfach in unsere Ernährung einfließen zu lassen. Ne? Und natürlich in Mitteleuropa, jetzt gerade hier im schönen Land Brandenburg, wo wir uns gerade befinden, ist natürlich unser Speisezettel natürlich voll mit Wildkräutern. Und hier haben wir jetzt die Augenbrauen der Venus, genannt auch Schafgarbe, Löwenzahn, Breitbandwegerich, nochmal Löwenzahn und der Glücksklee. So, wir werden heute jetzt einen ganz kurzen, leckeren Salat machen mit Wildkräutern. Dazu haben wir ein bisschen Tomate, ein paar Cashews eingeweicht fürs Dressing. Da haben wir ein bisschen Knoblauch, wir haben Avocado, wir haben ein Glas fermentierte Radieschenblätter dazu. So, wie ich gesagt habe, wir nehmen euch mal ganz kurz mit zu unserem Mittagbrot, zu unserem Essen, was wir halt so im alltäglichen Bereich haben. Das ist das Einfachste. Ich fange mal an, ein paar Knoblauchzehen zu pellen. Und ich sehe gut aus. Du siehst weiterhin gut aus. Diana, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über unsere Darmreinigung, die wir ja auch begleiten und warum die so wichtig ist. Ach stimmt. Gerade machen wir auch gerade wieder aktuell einen Kurs, wo auch der Bob diesmal mit Teilnehmer ist. Eine reine Männergruppe. Wir haben eine reine Männergruppe, die ich betreue, genau. Und das ist meine erste Darmreinigung. Und also. Genau. Das ist schon krass. Also ich bin jetzt erst, wir sind in Tag 4 heute, aber es tut so unglaublich gut, ja, also wirklich seinen Darm mal zu reinigen und alles, was da so, ich will jetzt nicht sagen, alles, was sich darin befindet, rauszubefördern, aber auf jeden Fall ist es sehr befreiend. Ich bin weniger müde und fühle mich gerade einfach total gut. Aber jetzt erzähl doch mal, warum sowas wichtig ist. Genau, ich sollte dir eigentlich erzählen, warum ist es eigentlich wichtig? Ich habe damals gemerkt, als ich zur Rohkost gekommen bin, von meiner sehr, sehr konventionellen Ernährung mit den vielen Krankheiten, dass ich nur durch die Ernährungsumstellung zur Rohkost noch einige Probleme hatte. Also ich bin ewig nicht in mein Energielevel gekommen, bin ewig nicht richtig fit geworden. Also ich hatte zwar die ein oder andere Krankheit dann schon unter Kontrolle, aber es fehlte mir eben halt immer noch die Fröhlichkeit, die Leichtigkeit und die Energie. Und ich hatte auch, wie das immer so ist, wenn man eine Ernährungsumstellung macht, sehr viele Blähungen und sehr viel damit einfach mit meinem Bauch zu tun. Und erst viel, viel später bin ich dann auf die Darmreinigung gekommen. Und ich habe mich lange mit diesem Thema beschäftigt. Wahrscheinlich kennst du das auch schon und hast das hier und da schon mal gehört. In aller Munde war ja die Darmreinigung jetzt auch mit dem Schwefel von dem Herrn Probst und so weiter. Das hatten wir auch schon mal durchprobiert. Doch für uns
hat sich herausgestellt, dass wir was brauchen, was auch in unserem Alltagstauglich ist. Also wo wir oder auch du deinen Alltag weiter durchmachen kannst und was halt auch eine Beständigkeit hat. Also eine Darmreinigung von 3 Tagen oder 4 Tagen, das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oft ist ja das, was wir lange in unserem Körper haben, ein Problem, das da auch mal rauszubekommen oder mal zu resetten, sage ich halt auch mal so schön. Genau, und deshalb haben wir eine 30-Tage-Darmreinigung, die wir jetzt anbieten für Männer und Frauen, auch für Jugendliche, weil da fangen ja auch oft schon die Probleme an, beziehungsweise gerade wenn die auch in der Ernährungsumstellung sind, können die davon halt auch profitieren. 30 Tage, es gibt Ernährungsempfehlungen und wir begleiten das Ganze in Form, wie das der Bob schon gerade eben erzählt hat, machen wir das in Form von WhatsApp. Damit haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, damit die Teilnehmer, so wie du dich jetzt auch... Man ist einfach super gut dicht dran, ne? Ja. Also wenn irgendjemand sagt, boah, ich kann ja nicht oder mir jetzt so und so, ne? Das ist einfach total schön, da irgendwie die Leute wirklich abzuholen, wo sie stehen, ne? Ganz kurz mal nochmal zu unserem Salätchen, was wir gerade machen. Ja. Wir haben ja jetzt Wildkräuter und Salatkräuter so ein bisschen dazu gesammelt. Dann mache ich gerade ein Dressing aus Tomate und Avocado. Dazu kommt ein bisschen Chili. Machen wir dazu noch. Und obwohl die Avocado da drin ist, die reicht eigentlich schon. Aber einen kleinen Schluck Öl mache ich immer ganz gerne noch. Nur wenig. Wir machen eigentlich relativ wenig Öl an Salat. Ja. Dann haben wir hier so eine... Warum machst du so wenig Öl an Salat? Ich habe mal gehört, dass Öl angeblich die Chlorophyllteilchen, ne, umschließt und dass die ja nicht mehr aufgenommen werden können. Ob das so ist, weiß Gott allein. Oder aber diese Frau. Ist das so? Also so hatte ich das halt auch gehört. Aber einfach für mich ist es halt auch angenehmer geworden, mit weniger Öl umzugehen oder zu, ja, Essen zuzubereiten. Ne? Klar, für manche Sachen braucht es auch was. Aber nur ein bisschen, nicht zu viel. Sonst ist das halt auch dann immer so ein bisschen matschig. Ne? Also weniger ist mehr, weil Öl auch an sich ein hergestelltes Produkt ist, wo mindestens in 1 Liter Öl, wie viel, wir haben ja mal in Griechenland auf einer Ölfarm gearbeitet, wie viel haben wir da für 1 Liter gebraucht, wie viel Eimer Oliven, das war schon eine ganze Menge. Und wenn man jetzt mal so Oliven isst, kann man vielleicht so ein Glas 250 Gramm essen und dann ist man auch gesättigt und dann ist es auch genug Fett, aber dieses gepresste Öl ist eben ab einem, ja, zu viel ist zu viel, also deswegen immer ein bisschen. Das ist halt eben halt auch ein hergestelltes Mittel. Genau. Hergestelltes Lebensmittel. Wie sagt man denn dazu? Lebensmittel, sagt die Frau. Ich war ja 20 Jahre Koch, ne? Ist ja nicht, ob das überhaupt die Welt schon weiß. Ich war ja 20 Jahre Koch und kann ja auch nur mit so einen Messern arbeiten, also die so ein Kochmesser sind, ne? Und auch mit Brettern, die eigentlich so groß sind, ne? Ganz kurz, wir bieten auch an, einmal im Monat, ne, gibt es völlig kostenfrei einen Fermentationsworkshop mit uns. Ne? Im Rahmen der Darmreinigung unter anderem auch. Ne? Da ist es entstanden, dass wir gesagt haben, okay, also ich koche urgerne, ne? Aber ich finde es auch total schön, einfach in der Gruppe irgendwas zu machen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir zusammen fermentieren, weil jeder hat so Gläschen jetzt zu Hause. Wir sind jetzt immer so zwischen 20 und 50 Leuten. Das heißt, du stellst einfach deine Kamera auf. Du kriegst vorher die Rezepte zugeschickt, du kriegst vorher deine Einkaufsliste zugeschickt und wir fermentieren einfach alle zusammen. Am selben Tag einfach online. Das macht wirklich Spaß. Hier ist mein letztes Projekt. Und zwar Radieschenblätter und Knoblauch. Ne? Du siehst, hier kommt ein Glas raus. Das ist einfach zum Beschweren, damit es unter Wasser bleibt quasi. Ne? Submerged auf Englisch. Und dann sind es jetzt so Radieschenblätter. Riechen die schon? Die riechen ganz sauer. Oh, krass. Und die schneiden wir jetzt einfach mit in Salat, weil das ganz doll wichtig ist, dass man viel Fermentiertes einfach zu sich nimmt. Ne? Also fermentierte Sachen in Form von Kraut, in Oliven sind ja auch fermentiert. Ne? Und wenn man sie nicht in der Dose kauft, probier mal. Da darf noch ein bisschen, also das habe ich erst vor, ich glaube, 5 Tagen gemacht oder so. Oh, aber ist schon lecker. Genau. Hat schon was. Ist das noch sind einfach diese großen Radieschenblätter, ne? Scharf sind sie gar nicht. Naja. Aber auf jeden Fall lecker. Also das ist. Genau. Und fermentierte Sachen sollte man ja unbedingt täglich zu sich nehmen.
weil die einfach für die Probiotika im Darm sorgen, die Präbiotika, ne? Da passiert ganz viel im Darm, ganz viel Tolles, wenn man viele fermentierte Sachen zu sich nimmt. Natürlich nicht mehr kochen. Also auch wenn du Sauerkraut selber machst, ne? Nicht kochen, einfach roh lassen mit in Salat oder davor weg und so weiter, ne? Das ist eine super Sache. Und primär ist es für die Verdauung halt wichtig, ne? Also in Form von nicht nur, dass es für die Darmbakterien, das habe ich mich jetzt gelesen, ja, gut ist, weil oft kommen ja da die Probiotikas gar nicht mehr an, also die Nahrungsmittelprobiotikas wie die Fermentation oder der Kombucha, okay, sondern jetzt gerade in Bali beim Workshop gelernt, bei Sayuri, man isst es dazu, um die Nahrungsmittel, die man dann isst, halt besser aufzuspalten. Diese Enzyme sind halt dafür wichtig. Ah, okay. Ja, das ist der Benefit im Endeffekt. Deswegen sollte man sich auch nicht einen Kombucha einfach nur auf den leeren Magen knallen und dann damit hoffen, dass man damit ein paar Probiotikas abkriegt. Der ist primär dafür da, zum Essen dazu zu essen. Also ein kleines Gläschen, wie so ein kleines Weingläschen dazu, anstatt eines Weines, dann ein Kombucha. Okay. Oder eben halt auch, wie das sie in Korea machen. Die essen den Kimchi ja auch zum Essen dazu. Und wir haben uns immer gewundert, warum das immer nur so kleine Schalen sind, weil wir ja essen immer relativ viel Sauerkraut und Kimchi, ja, aber die kleinen Schalen sind dafür da, weil das nur zum Essen verdauen dabei ist. Ah, okay. Ja, und das ist nämlich das Spannende. Genau. Also könnte man das Gleiche für Sauerkraut sagen, das heißt, wenn du, ja, Sauerkraut zu Hause hast und machst, einfach zum Essen sozusagen dazu. Genau, in den Salat. Ob, im Salat ist der eh dann drin und dann halt. Und dann wird der besser aufgespalten, ne? Also dann wird der besser, okay, aufgenommen. Okay, cool. Ne? Ja. Natürlich müssen die Leute erstmal aufpassen, weil ich gehe dann schon immer in die medizinische Richtung mit Histaminunverträglichkeit. Da muss man natürlich, ja, erstmal die Darmreinigung machen in dem Fall, um diese Histaminunverträglichkeit auch wieder zu lösen. Ne? Dass, ah, okay, das dann, und dann, wenn der Darm und die Magenschleimhaut, also das ganze Mikrobiom auch durch die Darmreinigung, vielleicht nicht durch eine, ne? Das, was lange kommt, was chronisch ist, das braucht auch lange, um zu gehen. Also ich mache bestimmt jetzt auch schon meine 6. oder 7. Darmreinigung. Aber immer wieder, jedes Mal einen Schritt mehr, wird das besser und besser. Und das beobachte ich halt auch bei den Klienten mit schwerwiegenderen Fällen. Also apropos Darmreinigung, ist ja so, dass die völlig alltagstauglich ist. Das heißt, ich habe ja ganz normal hier auch meine Arbeitszeiten und so, ne? Oder wir für AeroFit. Und das ist so, dass du keinen Urlaub brauchst. Das sind ja voll 30 Tage. Ne? Also ich weiß nicht, wer 30 Tage Urlaub hat, ich nicht. Aber die sind auf jeden Fall so machbar, dass du die Darmreinigung in deinem alltäglichen Geschäft machen kannst. Ne? Finde ich sehr wichtig. So, hier im Mixer machen wir jetzt unser Dressing. Da sind jetzt die Cashews drin, da sind ein paar Tomaten drin, da ist Chili drin, da ist Salz drin und da ist Avocado drin. Genau. Das warum, mixen wir jetzt auf. Warum nehmen wir Cashews? Das muss man mal dazu sagen, wir nehmen ja relativ wenig Cashews. Wir versuchen schon darauf zu achten, dass wir immer regional, saisonal, hier in Europa gibt es natürlich nicht primär Cashews. Und deswegen nutzen wir nur ab und zu mal ein paar, so wie heute. Heute ist halt ein besonderer Tag, weil du dabei bist. Und die Cashews sind quasi die Creme. Das ist der Cremeersatz in der Rohkost. Hat man auch oft in Kuchen oder so Cheesecake oder sowas, dann nimmt man das halt auch, beziehungsweise eben halt auch als Sahne- und Cremeersatz für Dressings oder andere weitere Dinge. Also wir versuchen das eben halt schon abzulösen mit mehr Sonnenblumenkernen oder eben halt Buchweizen nehmen wir auch viel, ne? Buchweizen, nur da kriegt man eben halt nicht diese Creme so hin. Ne? Deswegen muss man immer gucken, was will man. Deswegen machen wir auch oft nur einfach Gemüse und daraus machen wir eine Salatsoße, ne? Dass sie so ein bisschen cremiger ist, kriegt man dann halt auch mit anderen Zutaten hin. Wir nehmen auch hier zum Salzen einmal der Bob hier ein ganz normales Salz, also ein Natursalz, und wir nehmen auch gerne immer noch die Hefeflocken dazu. Ne? Die machen so ein bisschen den käsigen Geschmack, weil wir wollen das heute so ein bisschen würziger haben, und dazu kann man dann die... Ach so, die soll noch da rein? Die machst du noch mal mit rein. Ja. Darauf habe ich heute Lust. Ja, so. Das ist so unsere Routine, das heißt, so nicht ganz so nett unterhalten wir uns oftmals und so, ne? Aber auf jeden Fall, das ist so unsere Basics, womit wir quasi immer den Tag starten. Ne? Manchmal leben wir das intermittierte Fasten, manchmal nicht, also wir muscheln uns so durch den Tag. Ne? Wichtig ist aber, dass wir darauf achten, dass wir Rohkost immer zuerst essen, bevor man Kochkost isst, ne? Weil natürlich deine Magensäfte, alles sowas darauf eingeschossen ist, denn dieses Rohmaterial zu verdauen als Kochkost, wo eh nur noch wenig an Vitalstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter drin ist. Ne? Und da komme ich noch mal kurz zur Darmreinigung. Auch da ist ja die Ernährung in der Zeit wichtig. Die Heil
Ernährung, wie damals auch schon der Kneipp sagte, ist eben in seinen Rohkostkliniken in der Schweiz, ist natürlich die rohköstliche Ernährung. Nur wenn du jetzt in deinem Alltag das gar nicht gewohnt bist, so viel Rohkost zu essen, wie du das ja auch bei dir teilweise festgestellt hast, hole dich da ab, wo du stehst. Also wir holen da halt auch unsere Klienten ab, da wo sie stehen, indem wir ihnen sagen, wie das der Bob eben kurz schon gesagt hat, erst die Rohkost, dann die warme Kost. Also erstmal mit der Rohkost satt essen, also mit dem Salat, mit dem Smoothie oder halt auch mit einem guten Stück Rohkostkuchen. Das kann man auch machen, vorher natürlich. Und danach eben halt das herzhafte warme Essen. Ja, dass das eben dann einfach nur noch so eine Sättigung ist oder nochmal so ein Komfortgefühl, nochmal so ankommen und sich aufgehoben fühlen, dass wir nicht gleich alles auf einmal verändern. Ne? Viele preschen da rein und sagen, und ich will jetzt unbedingt Rohkost auch die ganze Darmreinigung durchmachen, und die haben halt schon starke Entgiftungserscheinungen. Das muss man immer auch ein bisschen sich selber da abholen und gucken, wo man steht. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig. Das ist so ähnlich wie, also ich bin ja Fitnesstrainer, ne? Das ist so ähnlich wie im Sport. Viele, die bei mir anfangen zu trainieren, wollen sofort alles, ne? Also am besten gestern anfangen und am besten jeden Tag 2 Stunden Training. Und jetzt schon gut aussehen, ne? Und gut aussehen tun wir ja alle, ne? Aber das Problem ist, dass um eine Gewohnheit, also um eine Sache zur Gewohnheit werden zu lassen, ne, braucht es einfach Zeit. Und dazu braucht es wirklich Disziplin. Und deswegen sage ich all meinen Leuten und auch dir, wenn du was ändern willst mit deinem Körper, wenn du mehr Sport machen möchtest, ja, fang an mit 5 Minuten. 5 Minuten, dann steigerst du auf 10 Minuten. Aber 5 Minuten täglich. Mach einfach nur, steh 5 Minuten früher auf und in 5 Minuten machst du irgendeine Sportübung. 2, 3 Übungen. Einmal, dass dein Organismus in Fahrt kommt, dein Herzschlag geht hoch. Und das machst du jeden Tag. Und ich schwöre dir, wenn du das jeden Tag durchziehst, ich schwöre dir, du wirst dich ändern. Dein Körper ändert sich, dein Körpergefühl ändert sich. Du wirst von 5 Minuten auf 10 Minuten kommen, völlig gleich. Aber wenn du jeden Tag 5 Minuten in deinen Körper investierst, in deine Bewegung, ja, dann wird es nämlich zur Routine. Und wenn es erst eine Routine ist, dann kannst du an Reisetagen oder mein Kind ist krank oder, dann kannst du es mal weglassen, ist nicht schlimm. Aber du kommst immer wieder darauf zurück, weil du dich damit wohlfühlst. Das ist ein Teil von dir geworden. Wie Zähneputzen oder so, ne? Wie oft lässt ein Zähneputzen ausfallen? 2-mal im Jahr, weil irgendwas passiert ist, oder aber ansonsten nicht. Ne? Das ist auch nur eine Routine. Mehr ist es nicht. Okay? Also, wir wünschen uns selbst jetzt mal einen guten Appetit. Ich zeige gleich nochmal, wie wir den Teller gleich schön anrichten. Wir freuen uns ganz doll, dabei zu sein beim Raw Summit. Und schön, dass du dabei bist und dass du so viel Interesse daran hast. Großartig. Der erste Schritt ist gemacht. Genau, das ist ja, die erste Inspiration ist gesetzt. Ja. Toll. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen hast, gerne. Kannst du dich an uns richten? Also, aerofit.com ist unsere Webseite. Genau. Also Bob Aerofit. Roh mit H, das haben wir nicht gesagt. Aerofit mit H, wegen Rohkost. Genau. Und ansonsten freuen wir uns, von dir zu hören und wünschen dir einen wundervollen Tag, okay? Genau, einen schönen Tag dir. Bis dann. Namaste. Tschüss. Tschüss. Und auch dir einen guten Appetit. Mahlzeit.